Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Crawler-Freunde. Zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, in der letzten Aufnahmesession, hatten wir ja die glorreiche Idee, den Gaia's Garden-Teleporter auszuprobieren, der uns nach Yggdrasil geschickt hat. Yay. Und dort hat uns jede Menge Spaß in Form von Pilzen und Giftempfang. Und kein Ausweg zurück. Wobei ich die Vermutung habe, dass der Ausweg direkt hinter uns ist. So, das sollte mal reichen. Anrast. Wir brauchen nur leider einen Schlüssel für den Ausweg. Und die Jungs hier sehen halt nicht so aus, als ob sie einen dabei hätten. Wir haben halt noch mehr pilzige Gesellen vor uns. Also einmal hier haben wir das erste Mal eine Geheimwand. Wow. Achso, der kann da nicht raus, weil überall die anderen Kerne sind. Ein Hebel. Der irgendwas macht. Vielleicht hier auf. Ja, machen wir erstmal den Stein hier kaputt. Und sie bräuchte auch was zu essen. So, zwei Schleimbälle sind in Ordnung. You hear the faint grinding of stone on stone. We must close the pit through the center of Yggdrasil. Also wir haben eine Grube im Zentrum von Yggdrasil geschlossen. Na, sehr schön. Ich hätte schwören können, in dem Secret Gang war noch ein Gegner, der uns gefolgt ist. Ich sehe aber soweit nichts davon. Ich sollte auch übrigens die Wände ein bisschen abchecken nach Secret-Schaltern. Wobei die Wände wahrscheinlich eher nicht, weil die sind eingestürzt. Achso, das ist nur dein Kopf. Sorry, aber mit deinem Kopf kann ich leider nicht viel anfangen. Erstmal die Tentakel hier loswerden. Und ja, bei ihm hebe ich mir das Mana ein bisschen auf. Du kannst ja mal zu... Oh, du hast schon wieder ziemlich volles Mana. Sehr gut. Das heißt, Blitz und zuschlagen und Pfeil und Feuer. So, das war der Gegner. Jetzt haben wir den da am Hals. Für den benutze ich vorsichtshalber mal so einen Lichtangriff. Oh, der wird auch giftig, wenn wir ihn töten. Earthen Key und ein Bloody Skull. Und eine Nachricht. Es gibt hier keinen Weitergang. Jemand muss zurück nach Amadazia. Und sie wissen lassen, dass das hier eine Falle ist. Ja, was ist das hier eigentlich? Angreifen kann man es nicht. Ach ja, sie hat Hunger. Was haben wir denn doch Schönes an Essen? Der da war nämlich nicht so nett, uns was zu essen zu droppen. Weg mit dir.
So, danke dafür. Knöpfe an den Wänden. Sehe ich keine. Und ja, da ist ein komisches Gewusel und für... den... für die Tür hier sehe ich nirgendwo einen Knopf. Ja, pretty sure we should closing them. Also ja, wir sollten die Tür durch Yggdrasil schließen. Ich habe so das Gefühl, dass das ein alternatives Ende da gibt für uns, wo wir durch Yggdrasil fliehen müssen und wenn wir nicht alle Türen zu haben, sind wir tot. Ist so meine Vermutung. Okay. Wow. Ernsthaft? Eieiei. Mach mal eine Regeneration an. Das ging daneben. Treffer. Da wäre der Rückweg. Hallo. Oh. Um den da rauszulassen, brauche ich wahrscheinlich den Schlüssel für das Schlüsselloch. Jetzt muss ich erstmal das Ding hier loswerden. Ah. Ich habe mir gedacht, dass einer von euch da rumwuselt. So, oh, Pilzteil. Sehr schön. Komm, weg mit dir, du blöde Wolke. So, haben wir wieder was zu essen. Nein, so lassen wir den frei. Nein, auch nicht. Das Ding ist massiv und hier sind auch keine Secret-Türen mehr. Mir kam es gerade so vor, als ob das Licht schwächer wird. Hier liegt kein Schlüssel. Du hast auch nichts bei dir. Ja. Das heißt, ich komme hier wieder raus, hoffe ich mal. Ja. Und wir sind wieder da, wo wir angefangen haben.
ohne auch nur ein bisschen Fortschritt zu machen. Außer, dass wir ihn aber in Yggdrasil eine Grube geschlossen haben. Also, wie beschreibe ich das am besten? Gaia's Garn Teleport. Kann ich solche Dinger machen? Ja. N.E. Yggdrasil. So, nach Nordosten. Blödsinn, nicht Nordosten, sondern nach Nordwesten. Nordwest. Mach ich mal Ebene 17. Level 17, so. Oh, halt, Safe-Stein. Ja, komm her. So, damit wäre das geklärt. Das heißt, wir haben nur noch den Weg nach unten. Weil hier die beiden Fallgruben kriege ich noch nicht zu. Und hier drüben ist, glaube ich, sind, glaube ich, die beiden Wege auch noch nicht zugänglich. Und das wäre ja eigentlich alles gewesen, was ich noch hätte hier in dem Gebiet. Also ich sehe weder, wie ich hier noch hier reinkomme. Ich habe ja schon ein paar Mal alles hier abgesucht. Aber ja, es muss irgendwie von hier drüben aus sein. Denke ich mal. Und die Wände sind massiv. Und soweit ich es gewohnt bin, ja, tut sich nichts. Soweit ich es gewohnt bin, sind an solchen verzierten Wänden keine geheimen Schalter versteckt. Gut, weil hier ist die Schmiede. Ich wüsste nicht, ob wir in der Schmiede noch was machen könnten, was uns hier helfen würde. Und hier bräuchten wir halt einen goldenen Schlüssel. So, das heißt aber hier durch, wieder in das Labyrinth des Wahnsinns eintauchen. Zum Glück weiß ich den Weg noch einigermaßen. Der ist nämlich einfach hier durch und da sind wir schon durch. Jo. Hier fehlt uns halt noch ein Auge. Genau, um die Secret-Kammer zu öffnen. Und ja, hier unten war ich ja schon teilweise. Aus Slugs. Slugs sind sehr schön. Slugs geben nämlich Essen. Ihr sollt aber mal darauf achten, ob sich nicht ein Slug hier rein verirrt hat. Nein, hat er nicht. Gut. Der hat sich jetzt hier rein verirrt. Okay, ich treffe keine Slugs mit Nahkampf. Das ist blöd. Jetzt habe ich ihn getroffen. Wegen den Erfahrungspunkten halt. So, dieses Lack hatte aber nichts Essbares bei sich. Vielleicht hast du was Essbares bei dir. Oh, ein Armbrustbolzen, sehr gut. Die sollte ich nämlich jetzt auch sammeln, jetzt wo ich eine Armbrust habe. Glitschige Nacktschnecken, hä? So, weg mit dir, Nacktschnecke. Ja, aus dem Ding hier seid ihr gekrochen.
Und ja, fast nicht zu treffen mit Nahkampf. Sogar der Fernkampf geht vorbei manchmal, hä? Ah, getroffen.